Herzlich willkommen zu Pläne Palma Kompakt, Tage und Nacht am Ballermann. Heute ist Freitag, der 19. Januar 2024. Wir sind wieder unterwegs an der Playa de Palma auf Mallorca. Und es ist gerade leicht am Regnen, wie man sieht. Bei rund 14 Grad und im Laufe des Tages soll noch einiges mehr an Regen runterkommen. Das ist erstmal nur ein kleines bisschen, aber später soll es ja wohl richtig losgehen. Ja, wie man sieht, alles komplett wolkenverhangen hier. Ja, warum habe ich Sonnenbrille auf? Damit mir der Regen nicht in die Augen tropft, ne? Logisch. Ja, lauf mal trotzdem mal ein kleines bisschen an der Playa lang. Ich muss mal nach Arenal zum Tabakladen. Ich brauche frisches Nikotin. Ja, und ansonsten, was gibt's zu erzählen? Was haben wir gestern gemacht? Nicht wirklich viel. Eigentlich waren wir nur im Latino, wie eigentlich jeden Abend. Von da aus meinem Bierkönig, da war dann auch nicht so viel los, da waren so schätzungsweise 30 Leute, aber auch nur draußen, nicht im alten Bereich. War doch sehr ruhig für einen Donnerstag, auch wenn wir Nebensaison haben, kennt man auch anders für einen Donnerstag, aber nächste Wochenende ist der Düse-Wochenende und da kommen die Leute halt alle. Dann sind sie halt eine Woche vorher nicht da. Aber nichtsdestotrotz ist heute um 21 Uhr der Auftritt von Tobi im Bierkönig. Da bin ich mal gespannt, wer überhaupt nochmal heute ankommt. Oder wer sich bei dem Wetter dann raustraut, wenn es die ganze Zeit regnen sollte. Ich glaube, das kann heute echt sehr übersichtlich werden. Aber lasst uns überraschen. Letzte Woche, Freitag und Samstag, war es ja auch sehr gut gefüllt im Bierkönig. Ja. Und sonst alles. Sonst Palette hier. Bis auf das Wetter heute ist ein bisschen schlechter wie sonst. Aber wird da wieder besser. Ist nur heute. Und ich glaube, morgen soll es sich dann wieder beruhigen. Aber immerhin besser wie Schnee aus wie in Deutschland. Also ich habe gehört, bei euch ist einiges an Schnee runtergekommen. Das ist ja, selbst in Köln hat es viel geschneit. Das habe ich die letzten Jahre, als ich da noch gelebt habe, eigentlich nie mehr mitbekommen. Als ich Kind war, habe ich noch Schnee und Eis gesehen, aber so die letzten Jahre da war eigentlich gar nichts. Ja, gut, laufen wir noch mal ein paar Meter hier lang und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Video. Und dann schauen wir mal, was der Tag heute hier an der Playa so bringt. Immerhin sind wir so stürmisch wie gestern. Der Wind die letzten zwei Tage war doch recht fies. Gerade geht's. Das sieht man auch am Meer, ne? Gestern war es doch sehr wellig und heute. Ja, das ist vielleicht die Ruhe vor dem Sturm. Ich schätze mal, später wird es wieder windiger werden. Man kann zumindest ein ganz, ganz kleines bisschen da oben die Sonne sehen.
Punkt 17.53 Uhr. Wir sind wieder zurück an der Playa mit dem Sonnenuntergang. Aber nein, heute leider kein Sonnenuntergang. Dafür ist es einfach viel zu bewölkt. Und nicht überwölkt. Es hat sich auch den Tag über ordentlich eingeregnet. Mittlerweile ist es immer noch am Tröpfeln hier, wie man sieht. Ja, gibt halt solche Tage auch mal im Winter, ne? Wo es regnet. Ja, und pünktlich, wenn die Sonne untergegangen ist, werden die Lichter ja angeknipst. Jo, ja, Temperatur liegt aktuell so bei 11 Grad, ist ohne Wind noch angenehm, mit Wind zwischendurch ist es ein bisschen fieser, aber ja, alles noch im Rahmen. Kommende Nacht 9 Grad, aber dann die Nacht danach haben wir nur noch 3 Grad vorher gesagt. Es wird dann ganz schön schattig werden, wenn wir dann morgen Abend aus dem Bierkönig raustorkeln. Ja, jetzt geht's für mich erstmal ins Latino und dann später mal zum Auftritt von Tobi in den Bierkönig. Ja, Hello the Club müsste heute auch wieder aufmachen. Wenn wir freitags nochmal Party. Spanische Nacht. Wenn ich dran denke, werde ich da heute mal nicht reingehen, aber vorbeigehen. Also später, ne? Noch ist ja nichts los. Ja, und jetzt fängt es schon wieder ein kleines bisschen stärker an zu regnen. Deswegen werde ich mich mal ganz fix auf den Weg ins Latino machen, damit ich hier nicht komplett nass werde. Uhr, an einer kleinen Regenpause vorhin. Wir sind jetzt wieder ordentlich am Schütten. Ja, ich muss dann noch ein Bierkönig. Mal gucken, hoffentlich hört es nochmal eben auf. Ja,
Aber laut Wetterradar soll es sich jetzt erstmal wieder einregnen. Ein bisschen Zeit habe ich schon noch, bis der Tobi nachher beginnt. Ja, schauen wir mal, ne? Hoffentlich komme ich trocken an. So, wir haben jetzt 21.10 Uhr. Es ist am Regnen wie Sau. Zum Glück habe ich einen Schirm bei. Ja, der Auftritt soll wohl so gegen 21.30 Uhr beginnen. Gehen wir jetzt gleich mal rein im Bierkönig. Und dann schauen wir mal, was da so los ist. Aber Wetter ist echt sehr fies. Also schnell rein in den warmen alten Bereich im Bierkönig. Ja, mittlerweile hat der Bierkönig hier auch eine neue Regendusche eingebaut. Also Shampoo müsst ihr selbst mitbringen, Wasser ist vorhanden. Mira, estamos.
Nur Tod, Brüder!
So, wir haben jetzt 1.13 Uhr, richtiges Sauwetter gerade hier an der Playa. Es ist immer noch am Regnen wie Sau, ne? Ja, für mich geht es nach Hause, weil reicht langsam. Und dann schauen wir mal, ja. Zum Glück habe ich einen Schirm. Ich hoffe, der geht mir nicht fliegen. Mal gucken, wie der Wind ist. Ich gehe extra zweite Linie jetzt gleich. Ja. Oh, ekelhaft. Ja, da vorne sieht man schon, Hello the Club hat offen. Aber da gehe ich jetzt nicht vorbei, weil ich gehe zweite Linie. Das ist mir einfach jetzt unten ein bisschen zu windig. Und ja. Und dann hoffen wir mal, dass wir heiler zu Hause ankommen oder relativ trocken. Und dann geht es morgen weiter wieder mit Playa La Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Am Samstag. Ja, könnt ihr wahrscheinlich sehen, ne, wie es hier am Schütten ist. Ekelhaft. Sorry. Ja, und eine Stunde. Eieiei. Jo, dann gehen wir fast den Regenschirm fliegen. Eieiei. Ja. Nicht schon. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Mensch. Ja, nicht nur der Regen ist gerade das Problem. Kommende Nacht wird es bis auf 3 Grad kalt. Also morgen richtig warm anziehen. Der Heimweg wird wahrscheinlich trocken werden, aber dafür sehr, sehr frisch. Aber dafür jetzt erstmal nach Hause kommen. Und ich hoffe, der Schirm geht nicht fliegen oder ich gehe nicht fliegen. Und dann, ja, wie gesagt, war das auch heute für Playa La Palma Kompakt. Leider ein bisschen verwackelt, weil ich habe jetzt kein Gimbal in der Hand. Ich kann nicht Schirm und Gimbal in der Hand halten. Also, ja, also ich mache mal Feierabend hier und gucke, dass ich vernünftig nach Hause komme. Bis morgen. Adios und tschüss.